Hallo und willkommen zu einem etwas anderen Video. Und zwar schauen wir uns, mit wir meine ich, ja, Marco und mich, Hallo. ein Ranked Game von mir an, in dem ich Orianna gespielt habe. Erstmal, warum dieses Video? Einmal, weil das möglicherweise ganz interessant ist, sich mal so ein Spiel anzuschauen. Und vor allem, weil ich mir mal Gameplay von mir anschauen möchte und wenn man noch einfach um sich zu verbessern und wenn man dann noch jemanden hat, der einem noch mal besser auf die Finger klopfen kann, von wegen, warum machst du denn XY, umso besser. Also starten feuchtfröhlich rein und schauen mal, Los was passiert. geht's. So, während sich hier alle auf die Map zu bewegen, kann man hier einmal Rune Masteries zeigen? Die sind relativ Standard. Ich spiele also. Ich muss auf mich draufklicken. War ich auch in Genau. der Sicherung, dass er auch Und unten dann weggegangen der ist. Pfeil an der Seite über Flash. Der Pfeil über dem Flash-Symbol. Ah, Genau. hier. Also Phase Rush, Mana Flow, Transcendent Scorch. Ich spiele wahlweise immer Scorch oder Gathering Storm, je nach Matchup. Also Gathering Storm in allen Scaling-Matchups. Und Scorch gegen alles, was mich töten möchte, weil die Idee ist, je weniger Leben der Gegner hat, desto weniger ist er in Client, einen umzubringen. So, hier kommt jetzt Invade und huch, wo kommen die denn da oben her? Die Mach sind mal kurz außen Pause und rumgelaufen. zeig All Cam. Nein. Das Witzige ist, wenn du auf All Cam schaltest und dann nochmal 15 Sekunden zurückspulst. Die haben hier im So, Busch die gewartet. standen da schon. Die haben da im Busch gewartet und wollten selber invaden. Und dadurch, dass wir dann invaded haben, haben wir uns quasi Vollgas outplayed. Also, Ja, wir haben uns voll selber die outplayed. haben euch sauber in die Zange genommen. Holy shit. War Aber wieso? natürlich ungeplant, weil die wussten ja auch nicht, dass wir da jetzt kommen werden. Aber die wollten halt uns invaden. Aber wieso haben die in dem Busch gewartet und nicht in dem, wie sonst immer? Naja, die haben sich halt irgendwo hingestellt und wollten wahrscheinlich gerade Go drücken. Und dann sehen sie, dass wir kommen. Und dann so, warte mal. Das kann was werden. Weil halt Ja, alle hier waren, genau. sogar der Darius. Ja, also, sprich, das Game ging erstmal los. Maximaler Super-GAU. Ja, aber das kurz können vor jetzt. dem Boden Mal fertig. gucken, wie er das spielt. Mal gucken, wie er das spielt. Ja. So. Jetzt hier stehen wir hier alle noch. Ja, man geht halt rum, Ich vielleicht war. trifft Morgana Ja. irgendwas. Ich kann Level 1 eben. So, und jetzt hier war so. Oh, Scheiße. So, hier Da, wussten Draven alle, direkt da weggeflasht. passiert nichts mehr. Du Ich auch flash jetzt raus. über, bevor mich der Stun trifft und war so, okay, ich gehe hier weg. Scheißegal, was mit dem Rest passiert. Ich reiß hier nichts mehr. Währenddessen Bin also Morgana zur kriegt Lane. fast die Caitlyn, aber leider nur fast. Zed, was war das für eine Knallpflanze? Keine Ahnung. Zed flasht Ja. auch, aber Rammus ist da oben. Das ist mit Draven. Und, Genau. na, kriegt den Rammus noch? Nein, es gibt noch einen Heal und ihr zwei habt da oben auch was versucht. Ja gut, das war jetzt schon mal nicht so der optimale Start. Ich wollte hier nur einen Rückzug decken. So, an dem Punkt war ich so, okay, einmal kurz Tab gedrückt. Cutter hat nur zwei Assists und aus irgendeinem Grund keine Items gekauft. Also die hat nur ein Refillable. Oh lol. Frag mich bitte nicht, warum. Das ist indeed interessant. Wollte die einen Corrupting Potion kaufen, hat sich verklickt? Nee, Nein. die wollten die, das macht keinen Sinn. Die hat einfach nicht aufs Darkseal geklickt. Oder sie hat das Darkseal aus Versehen wieder verkauft. Und hatte deswegen dann zu wenig Geld. So, Wir wissen es Der nicht. Plan. Der Plan gegen Cutter ist jetzt erstmal alle Last Hits kriegen, sie ein bisschen in der Lane stressen. Sie hat jetzt natürlich dadurch, dass sie die zwei Assists hat, hat sie natürlich mehr XP als ich und ist deswegen auf Welle 1 schon Level 2 geworden. Ich bin wie immer erst mit dem siebten Minion Level 2 geworden und musste deswegen im Early so ein bisschen gucken, wo ich bleibe. Und wo ist halt doch ein paar Dagger Genau. nebenher. Ja, gut, das lässt sie nicht vermeiden. So, und jetzt ist halt der Plan, ich poke sie halt, ich kann sie halt auto-attacken die ganze Zeit. Und versuche nebenbei möglichst viel Farm zu denyen. Deswegen mache ich das jetzt hier auch so schön langsam. Ne? Seht zu, dass sie möglichst viel Farm verpasst. Verpasst leider selber auch ein bisschen Farm, weil ich nicht last hitten kann. Und weil Orianna tatsächlich, wenn man Corrupting startet, die niedrigsten Auto-Attack-Wert im gesamten Spiel hat. Ja, gut, dafür hat sie die Passive. Ich glaube, sie sind, glaube ich, nochmal zwei oder drei Schaden mehr auf Level 1, oder? Ja, das ist trotzdem kein Schaden, weil ich ja kein AP habe. Ja, aber der Basement ist, glaube ich, zwei oder drei Schaden auf Level 1. Nicht viel. Ja. Also auch mit Passive hast du einen ultra niedrigen Auto-Attack-Wert, zumal ja
Dorans oder Träne oder so dir 5 Damage mehr geben an Minions, flat. Und die hast du ja auch nicht, wenn du Corrupting startest. So, der Plan war jetzt gewesen, ich push sie rein und wollte jetzt hier einen Cheater-Recall machen. Dass ich quasi recallen kann und sie kriegt davon nichts. Man sieht hier, ich push sie rein, porte back. Und habe mich dann aber im letzten Moment entschieden, da zu bleiben, weil ich dachte, sie ist jetzt so low an der Stelle, dass sie eigentlich nicht mehr wirklich zu mir auf die Lane marschiert kommen kann und ich machen kann, was ich will. Oben Krabben-Contest zwischen Xin Zhao und Ramos. Genau, auch ein Grund, warum ich da geblieben bin, weil ich dachte, wenn es jetzt hart auf hart kommt, kann ich zur Not zur Krabbe gehen. Was du auch jetzt machst. Genau. Wollte ich mal gucken, ob was geht. Darius ist auch da, Set ist nicht und, da. Und Set hat keinen Bock, deswegen ping ich jetzt auch, dass die Leute da bitte rausgehen sollen. Weil irgendwann kommt halt Cutter und die macht im Early mehr als ich. Stattdessen haben jetzt Set und Xin Zhao oben. Ne, der Darius ist weg. Die sind einfach nur da hochgegangen. Okay, aber Xin hat die Krabbe bekommen. Aber genau, wir haben die Krabbe, keiner ist gestorben, alles gut. Richtig, so. Ich bleib hier da und versuche noch, und die Idee war jetzt, weil die Wave zu mir pusht, dass ich das unterm Tower freezen kann und ihr möglichst viel deny. So, Kat hat sich direkt einen Zauberstab gekauft. Ja. So. Ich versuche das hier weiter zu freezen. Ich habe ja TP. Und kann weiterhin nicht last hitten. Ja, also bis man das allererste AP-Item kauft, sackt es mit Orianna echt. Ja, und den tollen Attack-Speed hast du auf Level 1 halt auch noch nicht. Ja gut, da hätte man Attack-Speed-Runen mitnehmen können, aber dann macht man halt noch weniger Schaden, weil einem dann die neuen AP fehlen. Ja, nee, ich glaube nicht, dass Attack-Speed-Runen da die Lösung drauf sind. Das ist einfach ein bisschen üben. Attack-Speed-Runen nehme ich tatsächlich mit, wenn ich Dorans spiele, aber aktuell spiele ich halt mehr mit Corrupting und versuche das einfach zu üben. Wie sieht's denn sonst so aus? Draven ist ein bisschen farm behind, aber ist nicht mehr gestorben seither. Set und Darius sind farm even. Ja. Xin Zhao also farmt slightly schneller als Ramos. An sich ist das Game zu wohl gekommen. So, der Plan jetzt ist, Cutter weiterhin vom Farmen abzuhalten und sie und vor allem dafür zu sorgen, dass sie keine Kills kriegt. Ich meine, der erste Teil von dem Plan funktioniert schon mal relativ gut, mit dem vom Farmen abhalten. Ja. Du hast halt doppelt so viel Farmen wie sie. Ja. Jetzt warte ich hier eigentlich nur auf einen guten Punkt, um mal schnell einen TP-Reset zu nehmen. Man hätte hier auch, wo ich das hier gerade sehe, man hätte dafür argumentieren können, hier einmal die Wave zu ulten, um auszupushen. Mit der Begründung, vor dem nächsten Recall wirst du sie wahrscheinlich eh nicht killen können, weil du keinen Mana hast. Ist sowieso nicht, das passiert nicht. Aber die Ulti hat halt im Early so stock viel Cooldown. So, der Draven hat es tatsächlich geschafft, irgendwie die Caitlyn zu töten. So, jetzt gehe ich auch weg. Dass der Draven ja gerade richtig Schotter bekommen haben, weil er einmal den Shutdown bekommen, dann seine Stacks. Hm. Ich meine, er hat noch nicht genug Stacks, dass es announced wurde, aber trotzdem. Das ist ein Draven. So. Xin Zhao macht währenddessen einen Drachen. Wir haben keine Teleport-Animation im Replay, sehe ich gerade. The fuck? Nee. Die gibt's irgendwie nicht. So, ich konnte mir hier Doppel-M-Ton-Träne leisten. Welchen Drachen haben wir denn gerade, Earth? Müssen wir gleich sehen. Ja, ja, aber Earth. Gut, mehr Resistenzen gegen die Karte sind immer gut. Ja. So. Sie hat nach wie vor nur Blasting Wand. Das sollte nicht reichen, um mich zu one-shotten, ist aber knapp. Deswegen muss ich hier gucken, dass ich auf möglichst 100% bleibe. Also auf möglichst 100% Health. Ja gut, um dich jetzt aktuell zu one-shotten, müsste die Ulti komplett durchticken. Und die kannst du mit deiner Ult unterbrechen, theoretisch, wenn du schnell reagierst. Ja. Das ist im Endeffekt, am besten ist es, wenn sie ein bisschen HP verliert, damit reinspringen nicht mehr so appealing ist. Genau, deswegen ist das auch nach wie vor das Ziel. Kurze Burst Trades zu nehmen, gegen die sie nicht gegentraden kann.
Und natürlich will man nicht neben dem Dagger stehen. Ja. Die Wave pusht hier ganz leicht in mich rein. Und die Cutter hilft auch freundlicherweise. Ich werde das also gleich wieder unter meinem Tower freezen können. Außerdem habe ich ja noch das zusätzliche Problem. Wenn der Rammus kommt, bin ich tot. Ich habe da kein Counterplay gegen. Ne, den muss man halt rechtzeitig sehen. Und dann in die genau, Tower zurückziehen. Aktuell sehe ich ihn ja. Also von daher kann ich jetzt gerade machen, was ich will. Ja, der Wort, der da am Blue Buff steht, ist ziemlich praktisch. Ja, der Set war auch, glaube ich, platziert. Okay, wie sieht's sonst so aus? So, jetzt sehe ich den Rammus nicht mehr. Jetzt ist also Vorsicht angesagt. So, hier verpasse ich die Kanone, was natürlich unentschuldbar ist. Ist aber sowieso immer gefühlt so, wenn du aus der Wave ein Minion verpasst, ist es unter Garantie die Kanone. Ist ja auch am schwersten zu kriegen. So, hier hätte ich eigentlich schon nicht so weit. So, hier darf ich niemals stehen. Nee, der steht direkt am Dagger. Das ist viel zu gefährlich. Nee, nicht Dagger. Das sollte so generell wegen zu weit vorne stehen, wegen dem Rammus. Ja. Und da flog ein Senna-Ult. Ja. Und jetzt solltest du eigentlich weggehen. Ja, da dachte ich tatsächlich, ich könnte sie mit der Ulti kriegen, aber sie hatte noch einen Jump mehr, als ich berechnet hatte. Ja, der Jump ist Flash. Hätte sie eine Ulti nicht geflasht, wäre es wahrscheinlich was geworden. Hat sie da geflasht? Das sah für mich aus wie ein normaler Jump. Nein, das war ein Flash, wir können uns gerne nochmal angucken. So. Gleich müsste es passieren. So, da kommt der Dagger. Du bist noch am Dagger dran. Rein und Flash. Ja. Und dann ist sie wieder reingesprungen und deswegen hast du flashen müssen. Na, da darf ich dann halt, nachdem sie rausgeflasht ist, darf ich halt nicht nochmal rangehen. Das war halt dumm. Ja. Und da bin ich ja auch schon vorher weggegangen an deiner Stelle. Ja, ich wusste, dass ich noch eine Kuh überlebe. Und bis der Dagger landet, habe ich ja die Zeit. Naja, so und so, du bist safe. Mal wäre sie da tatsächlich rangesprungen, wäre es auf jeden Fall allerhöchstens ein 1-1 geworden. So, jetzt habe ich einen Negatron Cloak. Ja, sie kommt nicht wieder weg. Wenn sie da an die Kuh ranspringt und mich tatsächlich tötet, frisst die Kuh weh von mir und auf dem Weg raus nochmal zwei Tower Shots. Ich glaube, die hätte nur einen Tower Shot gefressen auf der Distanz, wenn sie richtig gesprungen wäre. Kann sein. Hängt davon ab, wo sie hinspringt. Interdiction, keine Ahnung, was er da gemacht hat. Ich weiß nicht, warum er da in den gegnerischen Jungle reingegangen ist. Ja. Ärgerlich. Müssen wir uns auch nicht nochmal angucken, weil er out of position und wurde von Darius und Ramos abgefangen. Ja. Gibt's nicht viel zu sagen zu. Botlane will nochmal einen Kill, die Morgana reinbekommen. Ja, wie auch immer das passiert ist. Morgana Mechanics. So, hier weiß ich nicht, was ich mir dabei gedacht habe, das zu slow pushen. Hier wäre auf jeden Fall das Play gewesen, das zu hard pushen, damit die Cutter möglichst viel verpasst. Wenn du Glück hast, stirbt die Kanone wenigstens noch, ja. Ja. So, ich muss jetzt hier natürlich raus. Und hallo Ramos, und ja, da bist du tot. So, hat man den auf der Minimap gesehen vorher? Das können wir kurz angucken. So, also hier bist du. Vielleicht müsste der Ramos kommen. Nee. Hä? Warte, Moment. Wie hat er es geschafft, diesen Wort zu dodgen? Der müsste doch eigentlich die Ecke haben. Machen wir bitte Vision All oder so. So, da ist der Ramos. Nee, hä? What? Der hätte doch von dem Wort gesehen werden müssen. Der Wort hätte den zeigen müssen. War der vielleicht so schnell, dass das nicht gezeigt wurde? Nee, den hätten wir auf der Minimap gesehen. Okay, warte, gehen wir nochmal auf rote Vision und machen Zeitlupe an. Ja. Aber das hatte mich dann doch schwer gewundert. Na, war da zu früh. So. Jetzt.
Schauen wir mal, ob wir da irgendwas sehen. Nee. Und da, nee. Also den hätte der Wort absolut sehen müssen und das hat er nicht. Das ist... Okay. Das... Okay. Ja, aber das ist tatsächlich... Gehen wir mal Pause kurz. Oder gucken wir uns kurz den Wort an. Das ist, aber dann sieht man das tatsächlich mal, weil ich hatte mal gehört, vielleicht ist dieser. Ja, man muss wirklich, man muss dann wohl tatsächlich, aber Wort schön, dass man das dann auf die Art mal sieht. Genau, der Wort muss tatsächlich genau in das linke vordere Eck da rein, dass man alles sieht. Ja, wahrscheinlich ist genau dieser, diese paar Pixel Schatten hier haben gereicht, dass der nicht sichtbar wurde. Ja, okay. Aber dann sieht man jetzt mal tatsächlich, warum das tatsächlich so wichtig ist. Okay, er muss, weil der Busch ist quasi ein Fünfeck, wenn man sich das Gras wegdenkt, ist das ein Fünfeck. Mhm. Und der muss halt genau in das linke vordere Eck da rein, der ja. Wort. Damit man alles sieht. Okay. Okay, gut. Haben wir was gelernt. Okay, und ich dachte, ich war nur zu dappert, auf die Minimap zu schauen. Aber nein, man hat ihn einfach nicht gesehen. Ob das was geändert hätte, wenn ich ihn vorher gesehen hätte, weiß ich nicht. Ich hätte früher flashen können dann. Ich hätte auch früher Face Rush procken können. Vielleicht wäre ich rausgekommen, wenn ich ihn auf der Minimap gesehen hätte. Man weiß es nicht. So, auf jeden Fall. Kata hat einen Kill und hat sich einen Sheen und einen Aetherhauch gekauft. Trotzdem stand ich da zu weit vorne. Ne? Ja. Also, brauchen wir nicht drüber diskutieren, da stand ich trotzdem zu weit vorne. Ich hätte schneller pushen müssen und dann halt, und dann nicht für Auto-Attacks auf den Tower greeden dürfen. So, Set hat inzwischen einen Kill bekommen, sehe ich gerade. Ja. So, kurzer Cut. So, du lebst wieder, gehst auf die Lane und Xinzao bewegt sich Richtung Mitte. Genau. Also, man sieht auch, geldtechnisch bin ich immer noch vor der Cutter. Erstens habe ich jetzt gerade eingekauft und zweitens habe ich immer noch deutlich mehr Farm. So, die Cutter kommt hier aus irgendeinem Grund hoch. Ich geb ihm den Ball. Knock-up. Warte, bis er Knock-up, Ulti, tot. Ja. Relativ straightforward. Ja. Mit Xin muss man da tatsächlich ein bisschen aufpassen. Also, wenn der draufspringt, darf man nicht sofort ulten, weil der hat eine. Also, wenn er draufspringt, kann man in der Sekunde ulten, aber wenn er einfach nur dem Gegner hinterherrennt und auto-attackt, kann es sein, dass der Gegner nicht in Ulti-Reichweite von Orianna steht, weil Xin so eine große Auto-Attack-Reichweite hat. Also, die ist echt saftig. Ja, hat man ja gerade gesehen. Du hast im Knock-up geultet und trotzdem war die Karte nur gerade so noch drin. Ja. So, diesmal haben wir Ramos gesehen. Naja, und ich bin weg. Ich glaube, alleine könnte dich wahrscheinlich nicht mal killen. Riskieren. So, und du kommst hoch zum Set. Genau. Einfach mal, um zu gucken, was da so Phase ist. Dank dem Pinkwort ist hier ja keine Vision vom Gegner. Richtig, aber der Set hat, wie man sieht, überhaupt keinen Bock, hier irgendwie sinnvoll reinzugehen, deswegen... Kann ich da einfach einen Tag gehen weg und gehen wieder, sonst verpasse ich zu viel Farm. Xinzao hat dessen den Drachen im Auge. Aber ja, Ramos auch. Reicht. Die Cutter dürfte dann natürlich auch runterkommen, aber. Na gut, Auto-Attack-Champ gegen Ramos, ihr wisst, wie das ausgeht. Noch. Irgendwann kann er das fighten. Aber jetzt auch nicht. Und vor allem nicht, wenn er auf Lethality geht. So, hier TP nach oben, weil die Cutter top ist. Weniger um einen Kill zu holen, hauptsächlich deswegen, um dem Set den Arsch zu retten. Ja, 2 gegen 1 hätte tricky werden können. Kata kann mich eigentlich nicht engagen, ich gehe einfach raus. Aber fighten will ich sie dann auch nicht. Also einfach für Vision sorgen und wieder zurück auf die Lane, wo der Ramos gerade rumguckt. Ja, so. Hier war jetzt okay, raus komme ich nicht, also versuche ich noch ein 1v1 rauszuholen, kriege ich auch. Aber weil der Ramos zum Glück schon relativ low gewesen ist. Ja. Bravo zu der Ulti-Set. Hat gereicht. Du kannst die Kamera auch einfach mit den Pfeiltasten bewegen. Ja, ich weiß halt, der lässt mich gerade überhaupt nicht... Na, egal, machen wir's so. So. Okay, nochmal kurz zurück. Genau, ich breche die Karte ab und krieg den Ramos, sterbt dafür. So, Set. Aber nach dem Slow... Der wollte die Karte einfach nur aufhalten und... Karte outplayed das...
Cutter outplayed das tatsächlich. Also, das war nicht schlecht von ihr. War, by the way, auch ein Cutter OTP. Also, die Dame hatte, oder der Herr, was auch immer, hatte irgendwie 500.000 Mastery-Punkte auf Cutter. Also, diesen Champ sicher nicht zum ersten Mal gespielt. Aber ich glaube auch nicht, dass die Ulti da von dem Set optimal gewesen ist. Wenn er Flash hatte, dann definitiv nicht. Wenn er keinen hatte, war die okay. Er hatte Flash. Ja, dann hätte er hinter sie flashen müssen und sie Richtung Shin bonken müssen. Um den Kill zu securen. Aber wahrscheinlich dachte er, dass es auch so reicht. Er hat, glaube ich, auch zu früh W gedrückt. Geht auch W. Nee. E ist das zu, ist das dann. Ja, E. Weil er hat keinen Minion auf der anderen Seite gehabt. So, Zed hatte angepinkt, dass er in die Mitte geht, deswegen dachte ich, dann schaffe ich kurz hier die Wave raus. Jetzt ist ja auch Ludens, das heißt, Wave Clear ist gegeben. Ja. Gucke natürlich einmal kurz, ob Darius irgendwie lustig meinte, im Gebüsch stehen bleiben zu müssen, aber nein. So, Wave ist in den Tower gejagt und ich bin wieder weg. Dieser Pink wurde ja schon ziemlich lange, möchte ich kurz anmerken. Voll MVP. Ja, oder sind immer wieder neue Pink Wards? Zed hat immer noch seinen anderen Pink Ward, also wahrscheinlich nicht. Gut, andererseits. So, ich respektiere den Ramos und gehe außen rum. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr und bin so, okay, irgendwo muss er ja sein. Aber hier anscheinend nicht, also clearen wir kurz den Ward. Und Xin hat auch direkt Bock zu kommen. Ja, so, Kata hat man gerade kurz Mitte gesehen. Dachte ich, wenn sie aggressiv wird, kann man sie vielleicht bonken, aber nein. Ich glaube, ein Set ist auch kein angenehmes Ziel für eine Kata zum Anspringen. Ja, alles nur eine Frage des Feeds. Und sie ist First Item Blitzbane gegangen. Macht man das gerade auf Cutter? Ich glaube nicht. Aber das ist ein großes Glaube. Ich weiß es nicht. Dafür spiele ich zu selten gegen sie. Aber diese weird. Ich spiele zu viele Cutter-Builds. Aber diese weirde On-Hit Kraken Slayer Cutter. Gibt's ja auch noch. Genau so. Cutter kommt nach oben. Ich ping. Das, was fehlt, aber. Wird da oben nicht wirklich respektiert. Und zack, da ist sie auch schon. Darius stirbt, darauf stirbt Xin. Wir können den Fight ja kurz angucken. Und. Ja. So, also. Xin will Darius ganken. Zed kommt von unten. Ebenfalls von unten kommt Ramos. Und Darius jukt die beiden. Wo ist er denn? Er ist einfach kackendreist im hinteren Busch stehen geblieben. Ja, warum auch nicht. So, Zed landet den Stun dieses Mal zur richtigen Zeit. Aber da kommt Cutter. Zed kann sogar noch rausnehmen, wenn er die Cutter wegultet. Aber ich glaube, wenn er den Ramos, aber ich glaube, wenn er einfach die Cutter wegultet hätte, wäre das besser ausgegangen. Und ja, ich glaube, es ist kein Fehler zu sagen, dass der Typ tot ist. Ich glaube, wenn er es ordentlich gespielt hätte, hätte er noch den Ramos erwischen können. Aber das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wozu ein. Hätte er direkt die ranspringende Cutter geultet, sodass die nicht hätte ulten können, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen. Ja, dachte mir auf jeden Fall, ich krieg wahrscheinlich den, also ich kann da wahrscheinlich nicht viel beitragen, kann aber ganz sicher zwei Waves nehmen und dem Tower richtig viel Damage machen und hab deswegen das gemacht. Ja gut, andererseits sowohl Zed als auch Xin sind halt noch nicht wirklich tanky, die haben beide nur AD und Rüstung, die haben kein Stück an HP gekauft. Warum Xin für Eclipse gegangen ist, entzieht sich auch ein wenig meiner Kenntnis, aber okay. Ich sehe Xin gerade aktuell, ich sehe Xin eigentlich so gut wie nie als random. Ich habe einen mit, den ich kenne, der Xin spielt, das war's. Sonst sehe ich den Typen nie. Ja. Ich gehe tatsächlich Sorg Boots anstatt defensive Boots. Hintergrund ist, weil ich angenommen habe an dem Punkt, dass ich die Nummer wahrscheinlich hard carryen werden. Also, wenn wir das gewinnen, muss ich das hard carryen. Weil die anderen alle nicht so gut im Spiel sind und deswegen Sorg Boots für maximalen Damage. Ja, Draven ist halt auch nochmal gestorben und hat keinen Kill bekommen seither. Diesmal dachte ich, jetzt kann ich vielleicht was dazu beitragen, wenn ich da unten dazu komme. Deswegen hier mit maximalem Tempo. So, Draven ist weg. Die sind Loaded Dudes. So, zack. Zack, ja, see Judas. Da kam das Netz. Und da war eine Falle. Die Falle hatte ich nicht gesehen. Die Falle habe ich sowas von nicht gesehen. Gut, war ja auch im Busch so, drin. 3. Aber Morgana Q regelt. Genau. Apropos Regeln, Morgana hat richtig Bock.
Ja, war ein tapferer Versuch, aber... Immerhin war es ein Execute. Ja, klar. Wenn der Ramos an sie rangegangen wäre, wäre er auch gestorben. War jetzt die Ramos einfach weg, so einen Tower nehmen, noch die Wave einpushen und dann Drake. Hallo Senna. Ja. Tank Senna. By the way. Oh ja, mit Frostfire Gauntlet. Ja. Erklärt, warum sie so wenig Schaden genommen hat. Gar nicht so unbeliebt, das Bild. Also irgendwie Frostfire into Rapid Fire into. Erklärt, warum du dir gerade so wenig Schaden gemacht hast. Ja. Into was weiß ich, weil der Damage und die Rage kommt ja nachher sowieso. Ja, okay, aber wenn ich Frostfire Gauntlet baue, warum dann Glacial Argument? Für die Landing Phase? I guess. Ich weiß nicht, ich würde dann an der Stelle wahrscheinlich dann auch Grass bauen. Wobei, triggert diese andere Fähigkeit in Glacial Argument mit diesem komischen Froststrahl auch auf Frostfire Gauntlet? Das triggert ja schon auf jeden Auto-Attack. Nein, ich meine nicht, dass der slow, ich meine diesen Victor Laser quasi. Keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall Darius ist tot und Xin ist auch tot. Ja. So, Kata macht Rambazamba. Ja. Muss hier rausflashen und der ist zum Glück gerade noch rechtzeitig aufgewacht, um sich davor zu stellen. Und hält dann sogar den. Und er cancelt dann sogar den Ramos ran. Dingsen. So, das aber war ganz gut. Knapp, der wurde in der Sekunde getroffen, wo der Schild ausgelaufen ist. Ja. Oh, cooler Backboard. Von dem Draven. So, auf jeden Fall, die sind in der Mitte und wollen in die Midlane Tower einrennen. Jetzt ist der Ravs fertig, jetzt gehen wir so langsam Richtung Schaden. Noch ist er nicht voll gesteckt, aber nicht viel fehlt nimmer. Noch knapp 40 Stacks. 30. So. Einmal kurz geguckt, da ist nix. Also Mission Pinkboard clear. Ramos push Botlane, Rest sehen wir nicht. Darius ist Toplane. Genau, deswegen hier auch Mission sehr vorsichtig sein. Mission Draven in den Arsch retten. Wobei tatsächlich Ramos das gefährlichste ist. Der ist allerdings gerade von Morgana und Xin angegangen. Wird das, als wenn er nicht rausrennen kann, könnte das sogar was werden. Aber ich glaube, er kann rausrennen. Kata springt über deine Q drüber. Ja. Aber die zwei war ich mir relativ sicher, dass man die zur Not fighten kann, wenn die wirklich all-in wollen. So, und du hast deinen Seraph genau... nicht jetzt fertig, weil Draven den letzten Kill nimmt. Nein, weil Cooldown. Ja. Und deswegen, bevor das wieder ab war, ist die Krabbe weg. Ist der Vogel weg. Jetzt hast du den Seraph fertig. So, und da kommt Xin und Morgana. Ja. Und das reicht, um Kata den Rest zu geben. Xin... ah, kommt da raus. Sollte rauskommen in die ganzen Slows von euch. Jawollo. So, Exhaust, der Ramos macht nicht genug Damage, muss rausflashen. Konnte leider rausflashen, weil das Minion im Weg stand für die Morgana Q. Aber trotzdem, 4 für 0 getradet. Ne, 3 für 0 getradet. Trotzdem, sauber abgewickelt. So, ja, der Tower stirbt. Ui, das war knapp. Ja. So, hier war auch wieder raus. Ramos Q ist ausgelaufen, also solltest du safe sein. Ja, ja, ich war mir sehr sicher, dass er mich da nicht einholen kann. Auch interessant, dass der Ramos Sunfire gegangen ist und nicht Chemtank. Wahrscheinlich die Nerfs gesehen und sich gedacht, oh nö. Das ist ja jetzt schon auf 11.9, das heißt, Chemtank-Nerfs sind da. Na ja, gut, aber der Speedbuff ist halt trotzdem vorhanden. Ja, aber nicht mehr so krass. Ja, aber gerade. Ich hätte trotzdem Chemtank gebaut an seiner Stelle, ja. So, hier wieder auch maximaler Damage. Gegner haben nicht wirklich Mage Resist. Also einfach stumpf Needless Leap. Also nicht wirklich im Sinne von gar nicht. Außer Ramos mit Sunfire. Ich weiß nicht, ob Frostfire Gauntlet MR gibt, aber ja, die ist eh nicht mein Prio-Target. Frostfire Gauntlet und Sunfire geben genau die gleichen Resistenzen. 30-30 also. Oder nee, warte, ich glaube, Frostfire gibt 25-25, oder? Ja, genau, richtig. Die gaben gleich viele vor dem Sunfire-Buff. So rum war's. Aber gut, ja. 5 MR hin oder her. Der Plan ist auf jeden Fall Rabadon into Void Stuff.
Der Plan ist, Ulti daneben setzen. So, erstmal eine Ulti sauber daneben gesetzt, das war ein bisschen fortunate. Das war gerade auch nicht clever gespielt von der Morgana, denn Morgana hat ihren Spellschild an, das heißt, die Knallpflanze hätte sie nicht betroffen, sie hätte den Darius einfach über die Wand feuern können. Ja, aber... War die Caitlyn fast richtig predicted? Und ich glaube, die wollen, dass du was machst. Ich weiß nicht, warum ich hier gepinkt werde, ich kann hier nichts tun. Ich kann hier nur die Wave clearen. Und der Kälte noch die den Flash ziehen. Ja, warum sie da geflasht ist, weiß ich. Ja, doch, musste sie wahrscheinlich, sonst hätte der Sätze gekriegt. Weil bei mir wäre jetzt kein Schaden mehr gekommen an der Stelle. Ich kann hier nicht mit Facewash hinterherlaufen, weil da eine Senna steht. Ich kann mich irren, ich glaube, der Ramos will den Ocean Drake haben. Du meinst der Xin? Nein, der Ramos, der pinkt das gerade die ganze Zeit. Achso, ja. Ja, ist ein bisschen doof, dass wir beide Pinks sehen. Aber können wir auch nicht ausblenden, glaube ich. Huch, das wollte ich nicht. So, Teamfight. Ja. Auf der einen Seite Set, auf der anderen Seite Xin und Co. Und Darius mittendrin. Ich wollte nur die Backline abhalten. Jetzt war die Backline dann so weg, dass ich dachte, alles klar, dann kann ich auch den Darius ulten. So, 4 für 1 getauscht. Ne, 3 für 1. Kälte ist rausgekommen. Ja. Wie auch immer das wieder passiert ist, aber ich nehm's. So, Senna versucht noch drüber zu holen und erreicht natürlich nichts. Ja gut, mit dem Bild macht die Senna auch keinen Schaden. Ja. Ja, da geht's ja mehr darum, die Gegner mit Autotext zu taggen, Frostfire zu applyen. Ja, und genau. Aus einer Milliarde Kilometer ins Slow zu haben. Was funktioniert. Aber dann darfst du halt dich nicht beschweren, wenn der Ult keinen Schaden macht. Oder irgendwas von dir. Ich hätte jetzt kurz überlegt, wie ich an maximales Gold rankomme. Top Wave schaffen war mir fast ein Ticken zu gefährlich, weil da können sonst welche Gürteltiere ums Eck kommen. Aber ich frage mich gerade, ob das wirklich worth ist, das Bild. Weil ich meine, für den Slow gibst du einmal Schaden auf und Heal. Der soll ja dort auch mit AD Heal. Ja. Der ist aber trotzdem selten relevant. Also ich meine, wann drückst du Q im Late-Game mal, um Verbündete zu heilen? Also das kommt vor, aber... Das ist nämlich immer, wenn mein Carry angegangen wird. Ich meine halt nur, an dem Punkt, wo ich so baue, wird dann Ashe spielen, Ashe-Support nicht sinnvoller? Die hat den gleichen Slow ohne Sunfire und kann trotzdem Tank bauen, wenn sie will? So, das hier war einfach nur boosted. Da hätte ich niemals stehen dürfen. Und Zed steht auch noch drauf. Da stand ich einfach zu weit vorne, das hat man gesehen. Also gerade das Cutter so auffallend auf mich zugegangen ist, hätte ich nicht nochmal in die Richtung gehen dürfen. Hätte ich einfach rausgehen sollen. Das war sackdämlich. Dafür verlieren wir, glaube ich, einen Inhib. Also, mindestens einen Inhib. Absolut möglich, dass ich hier falsch liege, aber ich sehe halt nicht, wo dieses Senna-Bild irgendwas machen könnte, was eine Ashe-Support nicht besser machen könnte. Ich glaube, die Senna-Auto-Attacks haben nachher einfach mehr Range als die Ashe-W. Ja, aber nicht viel. So, da haben die euch mal komplett gesteamrollt. Holy shit. Ja, ohne mich machen die halt keinen Schaden. So. Und jetzt wollen sie Baron machen. Gucken wir noch, ob wir noch welche aufhalten könnt. Die Kettle ist da ein bisschen weit vorne noch. Ja, aber Netz plus Senna Nebel. Senna rettet. So, irgendeiner von euch wollte aufgeben. Zum Glück nur einer. Lass mich raten, der Draven? Ich weiß es nicht mehr. Aber alte Faustregel, Rankeds werden nicht surrendert. Auch das kommt durchaus mal vor, aber das hier nicht. Da habe ich uns lang nicht weit genug hinten gesehen. Ich hatte aber tatsächlich. Ja, okay, also ja, wenn es absolut. Der Gold-Rückstand größer ist. Also ich hatte nicht gedacht, dass wir hier nur 2,5k Gold hinten sind. Ich hatte gedacht, das ist viel mehr. Das so, stimmt, ihr seid goldtechnisch verdammt even. So, hier hatte ich versucht, für einen Steal zu gehen. Ja. Hat leider nicht ganz gereicht. Das Problem ist, ich mache halt mit QW ungefähr so viel Schaden wie Ramos mit seinem Smite. Von daher, wenn er nicht fail-smited, kann ich ihn nicht stealen. Und er hat nicht gefail-smited. Er hat ihn, glaube ich, auf 500 oder so gesmited. Er ist auch ein höheres Level als Xin Zhao. Ja, das war... Ne? Wenn es klappt, nimmt man es mit. Und wenn nicht, dann halt nicht. So wie in deinem Fall der Red Buff hier gerade. Ja, das war jetzt auch wenig, also das war jetzt auch einfach nur, ich will einfach nur Geld akkumulieren.
Ja, hast schon zwei Needless Lees, das heißt Rabadons ist auch bald im Haus. Ja. Cutter auf der Midlane, zwei Leute auf der Botlane. Ich müsste an der Stelle auch schon theoretisch das Geld für Rabadon so langsam haben, weil das zu kostet zum Zusammenbauen nur 1-1. Ja, und ich glaube nach den Crux hast du es dann. Portest du back? Okay, du portest nicht back, also hast du es wohl noch. Wave. Ah ne, dann hatte ich es wohl noch nicht. Dann hab ich die Wave gebraucht. Weil das ist ein Slowpush, den hättest du wahrscheinlich nicht gekillt, wenn du nicht wirklich das Gold gebraucht hättest. So, aber jetzt portest du back, das heißt, jetzt müsstest du es haben. Währenddessen, hier unten geht's ab. Ne, sie disengagen, okay. Gut, ja, dein Rabadons ist da. Und der Drake spawnt gleich. Nicht gleich, aber bald. Das ist alles wird ausgebordet. Und tatsächlich war es korrekt, die Minions da zu clearen, weil dadurch pusht es jetzt ganz gemütlich in uns rein. Und ihr habt einen Slowpush, Soulpoint. Ja, genau. Deswegen haben wir jetzt hier auch drum gefightet. Und du also gebetest, dass sie dich nicht sehen. Die einfach nur eine maximale Ulti haben. Jupp, schöne 3-Mann-Ulti. Follow-up folgt, Darius ist tot. Ja, und da kommt Cutter. Nur hinten stehen, nicht an der Cutter sterben. So, jetzt war der nächste Plan Ramos kiten. Klappt doch ganz gut. Holy fuck, seid ihr alle low. Die Cutter muss ich gerade so in den Arsch beißen. Ja. Okay, du bist tot. Oder? Oh nee. Nein. Das ist mehr still, als ich dachte. Ja, das wird dann irgendwann ziemlich. Das wird dann. Sobald man anfängt, Punkte reinzustecken, wird das sehr schnell sehr krass. Okay, aber ja, leider nicht mehr die Position, den Drake machen zu können. Doch. TP. Sieht man auch. Ich müsste auch eigentlich an der Stelle schon TP. Ja, auf der Minimap sieht man's. Ja, okay, aber ihr konntet gerade nicht direkt den. So, zack! Boom. Ihr konntet nicht direkt den Drake machen, weil ihr war dann zu low, das meinte ich damit. Ihr musstet erstmal kurz weggehen. Ja, aber das war, wie gesagt, ich wusste ungefähr, wer alles wie TP hat. Ich wusste, es kann maximal Darius TP'en, weil, ne, nicht der Einzige, der TP hat. Ist ja dann auch direkt runter TP. Hatte ich zwar nicht getrackt, aber. Ja. Und die Caitlin hast du mal kurz deleted. Ja, jetzt ist. Ich habe jetzt ja auch schon das Highlight für Void Stuff, jetzt an der mache ich True Damage. Ja, deswegen habe ich ja so gebaut. Ich halte nichts aus. Ich kann halt gegen Ramos nichts machen. So, ich hätte ja auch ein defensives Item gegen Ramos bauen können, habe mich aber extra dagegen entschieden. Weil ich halt wusste, okay, wenn ich die Botlane, wenn ich die Backline kaputt mache, allen voran Cutter. Weil ich halt der einzige wirklich gute CC bin gegen Cutter. Apropos Cutter, hallo. Ja. Aber die ist noch Level 15. Ja, auch so. Und das war ja Flash. Ich hab. Der eine Null-Magie-Mantel sorgt dafür, dass er nicht genug Damage hat, um mich einfach so aus dem Stand zu one-shotten. Plus, dass sie immer noch sackrisch behind gegenüber mir ist. Und Xinzhao denkt sich, ich hab Lifesteal. Ja, Ocean Drake so. Nein, ich meinte wegen seiner Items. Achso, ja. Aber jetzt mit Ocean Drake Soul sollten Xinzhao und Set ziemlich beefy werden, auch wenn sie noch nicht viel HP haben. Ich bin ja auch schon wieder Full Life. Ja, aber ich meinte effektive HP im Fight. Full Life bringt dir nichts, wenn du gewonshottet wirst. Ja. Genau. Und ich wusste jetzt, okay, der Plan für die letzten paar, also für die nächsten Fights. Void Stuff. Ramos dodgen. Ja. Also so vom. So zum Team stehen, dass der Ramos entweder 50 Milliarden Meilen auf mich draufrennen muss und dafür das ganze restliche Team außer Acht lässt. Oder halt nicht zu dir kommt. Oder halt nicht zu mir kommt. So, ja, wie gesagt, Void Stuff ist jetzt inzwischen im Haus, das heißt, du hast auch Magic Pen. Ja, hatte ich ja schon vorher so ein bisschen durch das Highlight und jetzt ist halt noch mehr. So, da kommt Ramos, weil legt sich aber nochmal kurz anders. Ja, deswegen stehe ich hier auch hinter allen vier anderen. Hinter allen drei anderen. Warum Morgana hier jetzt nicht beim Team ist, kann ich dir auch nicht genau sagen. Gut, wahrscheinlich auch deswegen, weil es gibt hier gerade nichts zu holen. Morgana baut Damage. Ich muss hier halt nur ein bisschen beim Team spielen. Ich muss ja halt nur gerade ein bisschen beim Team stehen, weil da war auch gerade Ramos, weil ich, ne, ich darf halt nicht gecatcht werden. Wenn ich gecatcht werde, ist RIP. Was ich gerade sagen wollte, Morgana baut Damage, was ja per se nicht grundlegend falsch ist. Aber gerade in dem Aspekt, dass sowohl du als auch Morgana ziemlich gut im Game sind, finde ich es interessant, dass der Ramos keine Magieresistenz baut. Ja. Weil ich meine, gerade Morganas prozentualer Schaden ist dem ja, müsste dem eigentlich ziemlich wehtun, wenn er Q trifft. No, hier wollte ich jetzt weg, weil wir eigentlich zu weit vorne stehen. Sieht dein Team aber anders? Ja,
Und ich kann halt auch irgendwo das Team nicht alleine lassen, weil wenn die irgendwie rein enden, dann, ne? So, aber jetzt hier auch wieder so. Wir sehen Ramos nicht. Das ist eigentlich... Wir dürfen hier nicht stehen. Wir sehen Ramos nicht. Und Morgana spottet ihn aus irgendeinem Grund. Ja. Okay, inzwischen das haben sie sich aber überzeugen lassen zu gehen. Und hallo Ramos. Und Ramos. So, und da kommt Draven. Draven sagt schon Darius. Und Zelda kriegt sogar den Last Hit. Wow. Ja, maximales Counterplay. Ich bin einfach tot. Und Zed weht in die falsche Richtung. Ja. Also wenn der Zed in die richtige Richtung geweht hätte, hätte dann noch so ein Darius sterben können. Ja. Das ist jetzt natürlich maximaler Super-GAU. Ja, die rennen euch hier mit diesmal schön ein. Mhm. Wir machen dann noch, und dann rennen sie noch kurz zum Baron und bis ihr lebt, ist der tot. Die Hoffnung war, dass sie eventuell nicht finishen können. Also denkt man, dass der Darius 100 mal Baron pinkt, wollen die wohl nicht finishen. Ja, wenn die Caitlyn da gewesen wäre, hätten sie finishen können. Ist aber nicht. Caitlyn ist zum Glück nicht mitgekommen. Ja, also wenn die Caitlyn mitgekommen wäre... Ah, Darius kommt wieder. Aber jetzt haben sie schon zu lange gebraucht, ihr lebt wieder. Ja. Ja, die Caitlyn hätte echt da sein müssen. So, Katar springt rein, aber darum ist es so nett, dich aus der Katar-Ulti rauszunocken. Und dann ist Katar auch tot. Ganz, und alleine schafft das halt nicht ganz. Also man hat es ja gerade gesehen, er hat es fast geschafft, mich alleine umzubringen, aber nicht ganz. Ja, Schaden macht er. Und gegen Ramos ist dein hoher Base-Attack-Speed halt auch nicht so ein Vorteil. Weil der... Ich hab nicht mal hohen Attack-Speed. Du hast den gleichen Base-Attack-Speed wie ADCs. Ja. Ich meine, siehst du, du hast ohne Attack-Speed-Items über 1,0. Noch auf Level 17. Worauf ich halt hinaus will, Ramos Taunt hält nicht lange. Die meisten Mages werden da nur einen Auto-Tech machen, aber du machst halt zwei. Ja. So, jetzt können wir hier natürlich Baron angehen. Und ich habe halt die ganze Zeit geguckt, so okay, sobald Darius am Leben ist, man sieht auch, ich habe in unserer Base ein Board gestellt, dass ich TPen kann. Just in case. Ne, falls irgendjemand was Dummes probiert. Weil Darius kann TPen und Ramos kann reinrollern. Deswegen gibt es ja auch diesen Klassiker von wegen Pinkboard im Spawn aufstellen. Ja. Bei mir war es jetzt ein normaler Ward da. Ich hätte auch ein Pinkboard im Spawn aufstellen können, aber das war halt so im Eifer des Gefechts, habe ich daran noch schnell gedacht. Und du gehst jetzt als Last Item aus deinem Null-Magie-Mantel einen Benjis machen? Ja. Bringt zwar nichts gegen Ramos, aber die Überlebenschancen so gegen Katar sind da. Ja, es bringt nur so halb viel gegen Ramos, aber es kann zumindest, also theoretisch bringt es was, weil man dann nach dem Knock-Up flashen, weil man dann den Knock-Up nicht abkriegt und dann flashen kann, bevor er Taunt drücken kann, theoretisch. Praktisch muss man dafür echt fix sein. So, Drake Fight geht los, du TP's rein. Genau, muss ich ja, weil das ist Elder, das ist wichtig. Ja. So. So, da ist Ramos. Jetzt ist halt interessant, solange Ramos nicht reingeht, kann ich halt nichts machen. Nee, weil sobald du nach vorne gehst, bist du tot. Genau, deswegen muss ich jetzt hier hinten stehen. Und wir können den auch nicht wirklich anfangen. Also ich doch keine Vision. Halt anfangen. So, Ramos so, rollt. Sein Snare ist raus und Ramos Q ist raus. Aber sieht es jetzt engaged. Darf ich was machen. Das wissen sie auch, deswegen hauen sie ab. So, ja, da wurde Morgana. Oh, Q ist ja nah getroffen. Die ist tot. Da kommt Darius von der Seite. Aber der kann dich nicht ranhocken genau, mit Benjis. Und jetzt kommt genau das, was ich meinte. So, er muss mir hinterherrennen. Er steht nicht mehr beim Team. Ich ulti ihn weg, hab dadurch noch mehr Zeit. Und inzwischen hat er ganz ordentlich AP verloren. Ja. Genau, und das war das, was ich nachher im Teamfight machen kann. Zeit rausholen, wenn Ramos dafür geht. Problem ist jetzt nur, euer Jungler ist tot und Ramos könnte reinulten, wenn er wollte. Nee, er will einfach in die Base gehen. Ja, genau. Worauf ich natürlich aufgepasst habe, deswegen hier auch Instant Backport. Und Ramos hat keinerlei Damage am Nexus, deswegen. Den hätte man wahrscheinlich kriegen können, wenn man es besser gespielt hätte, aber habe ich nicht. Also ich glaube, wenn ich Ramos gewesen wäre, hätte ich... Weil er... Also klar, es war ein Versuch, was er gemacht hat, aber gerade unter der Prämisse, dass er ja noch eigentlich hätte sehen müssen, dass ihr Baron Backport habt, wäre ich an seiner Stelle wahrscheinlich eher dafür gegangen, ins Pit zu ulten und zu versuchen zu stealen, weil euer Jungler tot war. Mhm. Oder Ramos Ult kann doch über Wände, oder? Ja. Dafür hätte er auch gehen können. Aber er hatte da keine Vision im Pit, das heißt, er hätte raten müssen, wann wir ihn low genug haben. Und der war ziemlich low selber. Genau, er überlebt im Pit halt ungefähr eine Sekunde. So, da springt Katar rein. Instant interrupted.
Ja, da hat das kam. Und direkt, und im Landen hat sie nochmal Rana Q abbekommen, also die war doomed. Ja. So, und ich versuche hier einfach nur den Power zu pushen. Was auch funktioniert mit Baron Minions und allem und hast du nicht gesehen. Also ja, die Base steht nicht mehr lange. Jin Zhao kommt auch von hinten, jetzt nur nichts Dummes machen. Genau, ich habe wieder ein halbes Auge auf unsere Base, aber eigentlich kann da nichts passieren. Die ultigen schon daneben. Da hatte ich gehofft, dass ich einfach Darius erwischen kann, aber... So, da hat Darius mit seinem Stridebreaker deinen Banshees gepoppt. Du machst den, letzten Tower, set wieder einmal voll rein und du wirst kurz nebenbei abgeholt. Aber Elder Drake ja, regelt. Boom! Taunt halten. Und... Na? Ja. Aus Risiko müsst ihr wiederholen, Elder Drake regelt. Ja. Das war ein Banger. Ja, da hat der Drake am Ende nochmal gut durchgeräumt. Na, ja gut, ich okay. Halt die Aufmerksamkeit von Rammus auf mich ziehe. Also der Gameplan am Ende hat halt funktioniert. Ich ziehe die Aufmerksamkeit von Rammus auf mich, Draven darf auto-attacken. Das ist auch richtig. Ja, im Endeffekt kann man das Spiel auf zwei Sachen runterbrechen. Einmal diesen Ward da im River richtig setzen. Das hat wehgetan. Ich glaube, ihr wart so dreimal out of position. Ja. Und die Lane muss man sich wahrscheinlich noch mal im Detail anschauen. Lane kann man immer noch besser spielen. Auch wenn ich denke, dass ich das zumindest, also zumindest River und so habe ich, glaube ich, rausgeholt, was ich rausholen konnte, weil zumindest als ich da nach oben gegangen bin, Katte hätte auch mit den 300 Leben, die sie hatte, kann sie immer noch mehr machen als ich live, weil Orianna tut halt genau gar nichts ohne Items. Das ist halt so ihre Schwäche. Orianna tut halt ohne Items genau nichts. Ja, das ist richtig. Und damit muss man sich halt irgendwie abfinden. Dafür tut sie dann mit Items umso mehr, wenn man effektiv gesehen hat. Gut, ja, das war mal eine etwas andere Folge. Ja, gerne in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich sowas nochmal mache, oder wenn wir sowas nochmal machen, würde ich wahrscheinlich eher, also zumindest wenn ich nur für mich Sachen review, würde ich mehr auf die Landing Phase eingehen und bei 5 oder so einen Cut setzen. Weil alles ab dann ist zumindest in der Elo Gruppen und fröhliches Variables. Und es kommt halt drauf an, bis dahin so stark geworden zu sein, wie es geht. Ja, von daher würde ich da wahrscheinlich einen Fokus drauf legen. Ja, aber gerne in die Kommentare, wie ihr das fandet. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. I'm not going to be able to do that.